Hi, everybody. Along with Eddie Olczyk, Mike Emmerich, right before game time here. It's an interesting sport in that sometimes your best players only wind up playing a third of the time, but boy, do they ever make a contribution. And that's why the other two-thirds, Doc, have to be important. Team game, hockey, that's exactly what it's all about. But when you have star players, those are the guys that get the meat of the minutes, the most important minutes, in order to allow you to win hockey games. Crosby's probably going to be one of those players on the ice in those high-pressure situations. He told me before the game he really enjoys the challenge. Expect to see him in those crucial minutes. And now we turn to the last lines of defense, the goalies. Thomas has gotten the call for the Coyotes. There's nothing average about this goals against average. It is impressive. Jonas Hiller in the goal crease. He has overcome a lot. Vertigo cost him a playoff series, and the next year he rebounded to lead the NHL in appearances. The native of Switzerland. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme und zur nächsten Folge von NHL 15. Heute das nächste Heimspiel gegen Calgary, gegen die Calgary Flames. Und ich muss hier erstmal überhaupt wieder reinkommen. Das ist ja alles schon ein bisschen lang her, da ich das letzte Mal aufgenommen habe, muss ich mal sagen. Calgary, kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, hat im Übrigen kanadische Flaggen auf den Trikots, weil sie eine kanadische Mannschaft sind. Das habe ich mir mittlerweile mal erklären lassen. Und Boettger! Ich sollte das Fenster zumachen, weil ich dieses Spiel aufnehme. Moin! Okay. Fenster ist zu, jetzt kann ich rumschreien. Wie geil geht das denn hier schon wieder los? Alter Schwede, Boettger erst noch mit dem Fehler, kann den Puck dann nicht verwerten. Und dann holt er ihn sich doch nochmal auf den Schläger. Und Hiller da ohne jegliche Chance irgendwas zu machen. Und Boettger, der knallt einfach mal an die Scheibe zum Jubel. Sieht dann nicht sonderlich zufrieden aus, kann aber sein. 1-0 für die Arizona Coyotes nach nicht einmal 2 Minuten. Aber wie Pascal ja sagen würde, ne, ihr wisst ja Bescheid, wir haben den ersten Bulli gewonnen, also müssen wir dieses Spiel auch gewinnen. So, Kunitz, der im letzten Spiel eine komische Strafe bekommen hat wegen Torhüterbehinderung. Meine liebe Fachfrau, die gute Alice, hat gemeint, naja, die Strafe wäre ein bisschen unnötig gewesen, aber Kunitz wäre auch ganz schön in den Torwart reingerumpelt. Jo, mag sein, aber also ich hätte da keine 2 Minuten gegeben. Jetzt mal Vereinsbrille auch ausgezogen. Das fand ich ein bisschen überzogen. Und Alfredsson Hänsel! Tolle Kombination hier von den beiden. Und Alfredsson macht das großartig. Spielt den Puck ab zu Hänsel. Ah, Pass kam nicht an. Ekman Larsson. Schön auf Alfredsson. Und er findet wieder einen. Ja, das, der zweite Schuss, der war jetzt nicht so gewollt. Das könnt ihr mir glauben. Also das war, da hatte ich jetzt zu wenig Zeit zum Nachdenken. Aus dem Winkel braucht man es nicht unbedingt versuchen. Tim Thomas, unser ja, neuer Torwart, wenn man so möchte, war übrigens schon mal Stanley Cup Sieger. Guter Schuss, leider vorbei. Mit dem Boston Bruins. Das ist eigentlich schon lang her. Und Erhoff in die Fanghand. Da passiert nichts. Jonas Hiller hält den fest. Und damit bleibt es hier beim 1-0 für Arizona. Also, es läuft auch wieder ganz gut, nachdem die letzte Aufnahme, seit wir Thomas im Tor haben, sehr, sehr gut lief. Ja, während sich Erhoff hier über den guten Schuss gefreut hat. Und da der Schuss und das Tor. Wie hat er den denn gemacht? Connor Murphy. Der wird ja hier noch zum richtigen Goalgetter. 2-0 für Arizona. Und ich habe keine Ahnung, wie er den Schuss überhaupt noch irgendwie durch die freie Verteidiger gebracht hat. Little war der Vorlagengeber. Und dann Murphy denkt sich so, ach komm, weißt du, wohin mit dem Puck? Naja, im Tor ist er ganz gut aufgehoben. Durch die Beine des Verteidigers, da war nichts zu machen für Hiller im Tor. Wahnsinn, dass sie den Schuss nicht abblocken konnten. Und Murphy macht sein, ich weiß gar nicht, wie viel der Tor es bereits ist in diesem Jahr. Aber mittlerweile muss man auch wirklich mal sagen, die letzte Verteidigungsreihe, die ja teilweise wirklich sehr schlecht aussah mit Gormley und mit Murphy, sieht jetzt mittlerweile gar nicht mehr so scheiße aus. Und mittlerweile sorgt auch Connor Murphy für torgefährliche Situationen. 2-0 für Arizona. Aber er hat jetzt auch einen anderen Verteidiger
Partner, das ist Gardiner an seiner Seite. Und abseits hier von Calgary, 8 Minuten, 23 noch zu spielen. 7:0 Schüsse bereits in diesem ersten Drittel für Arizona. Also das ist hier sehr souverän, wie wir uns hier bislang schlagen und präsentieren. Und das war abseits. Oh, habe ich gar nicht gehört, den Pfiff. Ja, also wenn ich irgendwas nicht höre, auch was die Kommentatoren sagen und so, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe im Let's Play, aber dann liegt es halt einfach daran, dass ich den Fernseher relativ leise stellen muss, damit der sich nicht im Mikrofon widerhallt, damit ihr ja keinen blöden Hall-Effekt drin habt. Wenn ich ganz versteht, was ich damit meine, dann schaut euch einfach mal mein Let's Play mit Pascal zusammen zu Mario Sunshine an. Da haben wir es nämlich in den ersten Folgen sehr krass drin. Das ist einfach nur mega unangenehm. So, der Pass, der war sehr clever. Der war nämlich gar nichts. Und der Pass von Calgary ist kein Problem für Keith Yandle. Böttger schickt Sidney Crosby, der jetzt ja auch lang... Oh, da kriegt er den Puck abgenommen. Ich wollte gerade sagen, der jetzt auch langsam richtig ins Rollen kommt. Also die letzten Spiele waren sehr gut. Und auch wenn er da den Puck jetzt mal abgenommen bekommt, alles in allem macht er einen richtig guten Job, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und Jaromir Jagr kriegt da den Puck zugespielt. Jagr versucht den Pass. Und was ist das denn? Sidney Crosby mit dem 3-0. Und nein, ich habe nicht an der Schwierigkeitsstufe irgendwie rumgefummelt. Kann es ja in der Pause nochmal zeigen, wenn ihr da Bock habt. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ja, der Fritte, ey, der hat gemerkt, es läuft nicht. Also macht er mal die Schwierigkeit und ist alles gut. Nö, ist nicht. Wir spielen hier immer noch auf Profi oder auf Pro oder wie das hier heißt. Und das ist einfach unglaublich, wie es auf einmal hier läuft. 3-0 für Arizona. Crosby macht das Tor nach der Vorlage von Jaromir Jagr. Also die letzten Veränderungen. Thomas zu holen und die Kapitäne nochmal umzustellen. Die Reihen nochmal ein bisschen zu optimieren. Die scheinen hier richtig viel Erfolg gebracht zu haben. Thomas, mit so einem Schuss kann man ihm natürlich nicht zu nahe rücken. Und jetzt Brian Little. Ablage. Ah, die findet niemanden. Nur den Angreifer von Calgary. Ja, harter Check und da gibt es gleich die Schlägerei. Harmonic gegen Penner. Einfach so Penner. Also mit dem Namen müsste ja eigentlich unser Gegner die Schlägerei gewinnen, mal ganz ehrlich. Also wer ein richtiger Penner ist, der muss sich auch kloppen können. Aber Harmonic macht das hier gar nicht mal schlecht. Während Penner hier schon ziemlich ausgenockt aussieht. Jetzt kommt er nochmal zurück, aber Harmonic lässt hier nichts anbrennen. Gewinnt diesen Kampf, den ich nicht mal annehmen musste. Den gab es einfach. Für diesen Check, mit dem Ellenbogen vorangegangen, glaube ich, oder? Könnte noch 2 Minuten geben. Also der Check war schon hart. Der sollte auch hart sein. Aber er sollte natürlich nicht unfair sein. Also scheinbar keine 2 Minuten für das Tackling. Doch. Ja, wir sind noch zu viert. Also 2 Minuten wahrscheinlich entweder wegen Banden oder wegen Ellenbogenchecks kann man geben. Also da bin ich schon eher einer Meinung mit dem Ref als letztens. Und wenn der Pass durchgekommen wäre, dann hätten wir das nächste Tor in Unterzahl. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, schöner Move hier gegen Erhoff. Und Thomas, was ist denn mit dem Typen los? Alter, wie hat er den denn gehalten? Nö. Crosby schlägt sich nicht, zumindest nicht heute. Thomas mit einer richtig krassen Parade hier. Schaut euch das doch mal an. Hä? Wer hat den überhaupt geschossen? Tatsächlich der Stürmer, aber Thomas, Wahnsinn. Im Stil eines Fußballkeepers hält er diesen Puck hier fest. Richtig, richtig starke Aktion hier von Tim Thomas. Sehr stark. Oh, schön. Klasse, wie da immer noch mal ein Schläger dazwischen ist. Ja, man muss den Gegnern auf den Sack gehen. Das ist extrem wichtig beim Verteidigen im Hockey. Und Erhoff, nein. Ah, und da kommt das 3:1. 5 Sekunden vor Ende des Drittels. Erhoff kommt an den Puck, kann ihn aber nicht mitnehmen. Ja. John Monahan mit... Dem Tor. Durch die Schoner von Thomas. Ja, kein oder? War es durch die Schoner? Man sieht es gar nicht richtig. Ja, kein Vorwurf. Christian Erhoff hatte da mal einen richtigen Patrick-Vogel-Moment. Um auch mal die liebe Alice glücklich zu machen. Ja, das war ein richtiger Patrick-Vogel-Moment. Oh Mann, schade.
3-1. Murphy war scheinbar draußen, weil ja Harmonic seine Einzelstrafe absitzen muss wegen dem Kampf. Also war Murphy scheinbar derjenige, der sich da rausgesetzt hat. 3-1 steht's nach einem Drittel. Und ich sollte mal, warte mal, nur hier. Sonst bin ich hier nur am Übersteuern und das soll nicht sein. Hier nochmal der Aussetzer von Ehrhoff zu sehen. Das waren die Highlights des ersten Drittels. 3-1 führen wir. Wir können eigentlich sehr zufrieden sein. Das Gegentor hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Aber das macht ja nichts. So, wir gehen mal kurz auf die Einstellungen. Kann ich das wenden? Ihr seht's. Pro. Ich habe nichts geändert. Nach wie vor nicht. Wir spielen auf Pro. Daran, da habe ich nichts geändert. Da beiße ich mich durch. Entweder wir schaffen es auf Pro in die Playoffs oder wir schaffen es halt nicht in die Playoffs. Ich cheat hier nicht, ich mach's mir nicht zurecht. Dustin Penner, Mann ey, dieser Name. Und Harmonic, von dem ich jetzt den Nachnamen leider gar nicht auswendig weiß, obwohl er vorhin angezeigt worden ist. Verdammt, den Vornamen meine ich natürlich. Ich glaube, ich habe gerade Nachname gesagt, ne? Ziemlich doof. Weiterhin auf der Strafbank wegen ihrem Kämpfchen da. Und jetzt Jaromir Jagr. Passt auf Böttger. Böttger! Gute Aktion, wieder mal von Mikkel Böttger. Da ist er nochmal. Und den kann Hiller festhalten. Ja. Monahan, das war der Torschütze zum 3-1 von Calgary. Ja, schön von Jagr. Super hinterhergegangen und das ist abseits. Und damit geht es hier gleich weiter mit dem Bulli. Sehr, sehr schön. Auch wie sich unsere Mannschaft vor allen Dingen defensiv hier präsentiert. Das ist einfach nur ganz, ganz groß bislang. Muss ich ja wirklich mal sagen. Murphy. Yo, Hansel. Schöner Pass auf Kunitz. Kunitz, der Move geht einfach immer. Kunitz mit dem Pass auf Hansel. War jetzt ein bisschen optimistisch, Alfredsson. Stichelt da nochmal nach. Ja, ja, komm. Ist gut. Nö, ich lasse mich hier nicht auf Schlägereien ein. Heute mal nicht. Das ist mir jetzt einfach zu blöd. Da muss schon mehr für kommen als sowas. Also bin ich ganz ehrlich. Oh, Like, sowas zum Beispiel. Das wäre ein Grund für eine Schlägerei. Was für ein harter Check von Like hier. Alles fair natürlich. Und Ehrhoff packt den Hammer aus. Und der Mann ist einfach der Wahnsinn. 4-1 Arizona. Christian Ehrhoff dreht mal wieder richtig durch. Jetzt tun mir die Calgary Flames fast schon leid. Also wenn wir diese Saison oder dieses Let's Play noch nicht so extrem oft hoch verloren hätten und richtig auf den Sack bekommen hätten, könnte man ja fast schon sagen, sie tun mir leid. Aber sie haben natürlich auch noch richtig viel Zeit. Die Hälfte der Partie liegt noch vor uns. Für Calgary ist hier noch nichts verloren. Ich weiß gar nicht. Lagen wir schon mal 4-1 in Führung und haben es noch aus der Hand gegeben? Bin mir über die Statistik nicht sicher. Ich hoffe nicht und ich möchte auch nicht, dass es das erste Mal heute wird. Gallagher auf Bjugstad, beinahe, aber eben nur beinahe. Harmonic auch wieder auf dem Eis, darf wieder mitspielen nach seiner Prügelei. Passt auf Bjugstad, kommt nicht an, sehr schade. Und Calgary muss da aufpassen mit dem Abseits, schade, der Pokecheck wäre beinahe durchgekommen. Harmonic gut dazwischen. Und dass ich mich dahin geworfen habe, war ziemlich schwachsinnig, ich weiß. So, jetzt hier der Move. Oh, schön gemacht gegen 4 und dann steht Bjugstad frei. Beinahe eine richtig krasse Aktion von unserer Nummer 88. Ich glaube, das ist der Neuzugang, dessen Namen ich jetzt gerade mal wieder vergessen habe, elegant wie ich bin. Und das darf nicht passieren, dass er da durchkommt. Thomas hat den Puck sicher, spielt gleich weiter. Das ist Konecker. Genau, so hieß er. Konecker, Rusby, auf Böttger, der auf Konecker, Riesenchance und Hiller kann den nicht richtig festhalten und deshalb legt er sich da mal auf den Puck, geht auf Nummer sicher, ja, weit vorm Tor, also kein Tor. Konecker gefällt mir richtig gut, die Nummer 88, war ja auch schon in den letzten Spielen, also in den ersten Spielen, die er überhaupt machen durfte, eine richtige Bereicherung. Und unterstreicht diesen Eindruck bislang auch, auch wenn er jetzt noch nicht viele Aktionen hatte. Ich glaube, er gehört ja auch zur letzten Angriffsreihe. Komm, Ehrhoff. Ne. Geht halt auch nicht immer. Es ist aber eine wirklich krasse Waffe. Ist der denn echt auch so ein krasser Distanzschütze? Alice, erzähl mal.
Ich muss immer, ich hab doch keine Ahnung von nichts, Mann. Ich weiß es doch nicht. Wenn ich nicht hier meine Expertin im Hintergrund hätte, dann hätte ich doch, dann würde ich überhaupt nichts über Eishockey wissen. Ich muss hier, jede Folge muss ich irgendwie immer sagen, dass die Bullies das Spiel entscheiden, weil Pascal-Regel, und außerdem muss mir Alice die Welt erklären. Da drüben ist jemand frei, ja toll, habe ich toll gemacht, ne? Habe ich immer richtig geil gemacht, Hansel. Hansel. Ja, komm, wir drehen nochmal eine Runde, würde ich sagen. Ah, okay, wir drehen doch keine Runde, würde ich sagen. Ah, okay, wir verlieren mal den Puck, würde ich sagen. Aber wunderbar, wie das hier defensiv läuft, muss ich sagen. Connor Murphy stört entscheidend. Sehr gut. Und Shane Doan. Bisschen abgetaucht in den letzten Partien. Da versucht er mal was Großes. Klappt leider nicht. Aber es sieht ganz gut aus, was die Arizona Coyotes hier zeigen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ah, schade. Der Check kommt nicht an. Und da wieder. Fast 5 Sekunden vor dem Drittelende. 2:4. Wieder der Anschlusstreffer. Mehr oder weniger für die Calgary Flames. Wieder Sean Monahan. Darf doch nicht wahr sein. Ein bisschen ungeschickt da, dass dieser Check nicht durchkam. Und dann ist auch Tim Thomas chancenlos bei diesem Gegentreffer. Kann da überhaupt nichts mehr machen aus der Distanz. Was willst du machen? 4-2. So, das war's mit dem zweiten Drittel. Wir führen 4:2 weiter mit 2 Toren vorne. Aber das ist natürlich zu wenig. Und dieses dumme Gegentor jetzt, das könnte uns natürlich noch teuer zu stehen bekommen. Schöner Treffer von Christian Ehrhoff, muss man sagen. War das auch in diesem Drittel, ja? Ich glaube schon, ne? Ich glaube tatsächlich, das war im zweiten Drittel. Und hier nochmal das Tor von Monahan, also 1-1 im zweiten Drittel, 4:2 insgesamt. Wir spielen einfach mal weiter. Letztes Drittel. Wir müssen den Sack jetzt einfach zumachen. Ganz ehrlich, wir müssen den Sack jetzt einfach zumachen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der Sack muss zu sein. Und das sei halt mal gesagt. Ah, ich bin so lustig. Jager! Okay, das war überhaupt nicht gut. Aber der Nachschuss war sehr gut. Crosby war am Puck, sorry, das wusste ich nicht. Und das gibt... Ah, das gibt 2 Minuten gegen Jager wegen Beinstellens oder wegen Haken oder wegen irgendeiner abgefuckten Sache. Wahrscheinlich wegen Haken oder so. Weil ihm da die Beine wegzieht, ja. War natürlich Beinstellen. War natürlich nicht meine Absicht. Ich wollte ja an den Puck, aber... Ach, sehr unglückliche Situation. Davor habe ich mit Crosby aus einem unmöglichen Winkel aufs Tor geschossen. Was ich auch nicht wollte. Bin ich mal ganz ehrlich, wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur einen Poke-Check machen, aber wir waren im Angriff, wir waren am Puck, das habe ich halt nicht gesehen. In diesem Moment, tut mir echt leid, ich hoffe, ihr hasst mich nicht wieder in den Kommentaren, aber ich glaube, ich werde immer gehasst. So, Like, ja, wird da umgecheckt, schade, aber immerhin eine Minute des Powerplays ist bereits schon um. Schlechte Situation zum Wechseln, by the way, also ich weiß ja nicht. Gut, der Pass, der war jetzt auch nicht so genial. Der Pass war noch weniger genial, aber wir haben zum Glück Thomas im Tor. Schöner Check, wichtiger Check. Da kloppen die Fans an die Bande. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, unten rechts in der Ecke. Oh Mann, Crosby macht das schön. Geht hier vorbei. Ja, kleiner Solo-Vorstoß von Sidney Crosby. Wahnsinn, was macht der denn? Na gut, der Pass, der war jetzt leider nicht mehr so. Aber die Unterzahlsituation ist bereits schon vorbei. Jager steht wieder mit auf dem Eis. Und nervt jetzt hier seinen nächsten Gegenspieler, Tim Thomas. Ja, sehr schön gemacht. Spielt gleich weiter nach kurzer Bedenkzeit. Jager, au, das war nicht so gut. Wird da aufs Übelste gestoppt. Und wir müssen jetzt ein bisschen schauen, dass wir wieder mal mehr Druck, mehr Zugriff auf die Partie bekommen. Die droht uns hier ja nun, ja gut, entgleiten ist ein bisschen viel gesagt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also entgleiten tut uns die Partie gerade nicht. Aber wir sind nicht mehr so druckvoll wie noch zum Anfang. Boah, Hansel, Wahnsinns-Move. Alfredsson, Kunitz und der geht vorbei. Jandl auf Harmonic. Hansel. Oh, schlechter Pass. Harmonic auf Keith Jandl. Hansel. Boah, Wahnsinn. Schade. Oh, verliert er aber den Puck. Hansel da drüben war einer frei, den kriegt er aber nicht beliefert.
Und Alfredsson beinahe an den Puck gekommen. Honecker. Ah, oh Mann, ey, hört auf, da so rumzuschwulen. Konecker am Puck. 8 Minuten noch zu spielen. Jetzt der Move hier vom neuen, relativ neuen Mann. Und da der Schuss. Und dann fälscht da ein Verteidiger noch glücklich ab. Und da gibt's dann doch eine Auseinandersetzung zwischen Bjugstad und McGrattan. Oder wie der heißt. Könnt ihr ja unten links lesen. Ich habe dafür gerade keine Augen, denn ich muss mich hier auf die Klopperei konzentrieren. Kloppen ist einfach wichtiger als lesen, wisst ihr. McGrattan heißt er. Der hier mal. Warum sind die gerade so unlogisch durch die Gegend gerutscht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat Bjugstad hier mal richtig ausgeteilt, während McGrattan hier einfach mal. Ich hätte zu gerne gewusst, was die beiden sich da sagen. Gag, gar keinen Sinn. Das wäre noch eine geile Sache, so ein Cable Guy. Den gibt es ja in der DEL zum Beispiel, oder gab es ihn zumindest bei Servus TV immer. Oder manchmal. Einfach, dass der Schiedsrichter eine Kamera am Helm hat, wo er dann eben auch, also mit Mikrofon, wo man dann eben auch so Gespräche mal mitkriegt und was da so auf dem Eis gesagt wird und sowas. Und gerade eben war es ja ganz klar eine verbale Auseinandersetzung, keine, ich greife dir ins Gesicht oder so, wie es ja sonst immer ist. Also auch mal ganz interessant. Habe ich noch nie gesehen. Like. Das war knapp. Das war so knapp. Oh Gott. Oh, Larsson. Schön. Wichtiges Zweikämpfchen. Alter, es ist gerade schon wieder mega unübersichtlich. Little hat die Übersicht. Auf Doan. Doan. Knapp, aber der Goalie kann den festhalten. 3 Minuten 57 sind noch zu spielen. Weiterhin steht es 4:2 in diesem letzten Drittel. Ist nicht viel passiert. Zumindest nicht, was Tore angeht. Dort steht es immer noch 0:0 und dementsprechend können wir zufrieden sein. Calgary allerdings nicht. Und eine richtige Reaktion, muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen von unseren Gegnern. Also nicht so, dass ich jetzt da scharf drauf wäre oder sowas. Ne? Von mir aus, oh Gott. Von mir aus können die auch ruhig weiterhin einfach nichts tun. Da habe ich gar. Oh, Innenpfosten, so viel zum Nichtstun. Da habe ich ja gar kein Problem mit, wenn die es machen wollen. Aber, boah, Thomas, ey, du bist so eine geile Sau. Wahnsinn. Jager. Auf Böttger. Crosby in der Mitte frei. Kriegt er den? Ja, über Umwege. Sidney Crosby. Schön auf Erhoff. Böttger. Wieder auf Crosby. Jandl. Jager. Jaromir Jager. Erhoff. Oh, Crosby. Erhoff. Schön, wie der Puck jetzt läuft. Ah, oh, schön. Jandl. Komm, komm, komm. Trenn dich vom Puck, sonst wirst du vom Puck getrennt. Böttger. Böttger, Crosby! Und wieder ist der Goalie da. Halbe Minute noch zu spielen, aber natürlich dieses Rumspielen, das bringt halt auch Zeit. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Drüben gab es nochmal einen harten Check, glaube ich. Zumindest hat der Controller dementsprechend vibriert. Erhoff, Wahnsinn. Erhoff nochmal im Weg. Und jetzt nur. Oh, und dann Thomas. Ihr macht mich fertig, ey. Jetzt nochmal die Nummer 14. Ich glaube, Gallagher ist das. Ah, oh, der wird da übel umgecheckt. Letzten Sekunden laufen. Und da nochmal ein richtig harter Check am Ende. Vielleicht hat man es gesehen. Ihr könnt das Video nochmal zurückspulen. 4-2 gewinnt Arizona gegen Calgary. Das kann ich mir gleich hier in meinem Notizdingens aufschreiben, weil ich habe mir jetzt einen Zettel geschrieben. Ne? Ich habe mir einen Zettel geschrieben, wo ich sehen kann, gegen wen wir wie viel gespielt haben. Calgary, das war ein 4:2-Sieg, nachdem wir den Bulli gewonnen haben. Auch das schreibe ich mir immer auf, damit Pascal stolz sein kann, wenn die Statistik am Ende des Displays tatsächlich stimmen sollte. Bis jetzt stimmt sie allerdings nur zur Hälfte. Calgary, ich kann es dir mal sagen, weil ich den Zettel eh gerade vor mir habe. Das letzte Spiel haben wir auswärts 4:3 gewonnen nach Overtime. Nach Shootout vielmehr sogar. Damals im Tor. Ja, das war das Spiel, wo Greis erst im Tor war und dann Antiochi kam und sich mal richtig hart feiern lassen. Ja, Antiochi war nämlich on fire, weil er sich feiern gelassen hat. Ja, das ist lustig. So, meine lieben Leute, damit es auch nicht zu langweilig wird,
machen wir heute mal eine Ausnahme. Denn wir haben ja dieses Mal Wochenend... Edmonton Oilers, das wird lustig. Wir haben ja dieses Mal eine Wochenend-Sonderepisode von NHL. Nämlich heute am Samstag und morgen am Sonntag kommen aus bestimmten Gründen 2 Folgen NHL. Und damit das Ganze noch ein bisschen specialiger wird und sich so der eine oder andere NHL-Fan, der vielleicht sehr, sehr interessiert an dieser ganzen Sache ist und aus irgendwelchen Gründen nicht das tun kann, was er gerne tun möchte oder so, werden wir es einfach mal so machen, dass es Doppelfolgen werden. Ja, habe ich mir jetzt gerade mal so gedacht. Und dieses Wochenende, also Doppelfolgen, 2-3 haben wir gemacht, wir haben blaue Linie gemacht, wir haben das ein bisschen erhöht, wir haben das hier auf Standard gehabt. Der Defensivdruck war auf Puck sichern. Das hier war auf gestaffelt, das hier war die Wire to Box und das hier war Überzahlspiel. Und damit geht's hier also los. Die Strategien kann man ja leider irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht vorspeichern, sodass man sie vor jedem Spiel einzeln einstellen muss. Warum man das machen muss, weiß ich nicht. Vielleicht stellt man sich im Hockey auf jeden Gegner einzeln ein. Das kann natürlich sein. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt eine Doppelfolge geben und morgen vermutlich auch eine Doppelfolge. Das ist der Plan für NHL, für dieses Wochenende, für das Eishockey-Sonder-Special-Wochenende. Und ja. The northernmost franchise in the league, Edmonton, Alberta, where there's wonderful tradition in hockey and past championships for the Edmonton Oilers. Good evening, everyone. Along with Eddie Olczyk, I'm Mike Emmerich, and a thrill tonight, it always is, when you get a chance to see the number one point getter in the entire league. It's going to get a lot of attention, Doc, because when you are leading the league in scoring, you're going to see the other team's top defensive players. Crosby's well aware of that. Ja, null Tore, null Assists, keine Punkte. Das hört sich sehr nach Crosby an. So he needs to be real creative to stay atop of the league in scoring. Let's look at the starting netminders. Foss, the netminder of the evening. He is the type of goalie that sees the puck very well, hoping to see and stop most of the shots he sees tonight and land the W for the Oilers. Thomas is in that goal crease again. There have been some special nights for him, and not surprisingly, special also for the Coyotes. So ist es. Einige ganz besondere Nächte gab es hier für Tim Thomas. Und das darf man auch gerne zweideutig verstehen. Wir gewinnen den ersten Bulli und können uns damit schon mal auf den Sieg freuen, der jetzt logischerweise folgen wird. Wir kennen ja die Regelung, ne? Und ja, wir starten mal in diese Partie gegen die Edmonton Oilers. Und starten auch gleich mal mit ein bisschen... Ach, Powerplay, wenn man so möchte. Yandel verliert den Puck, er kämpft ihn sich aber wieder. Böttger, schade. Schön gefightet an der Stelle. Thomas kann diesen Schuss halten. Die erste torgefährliche Situation heute also auf Seiten der Oilers. Wobei ich mich gerade auch, ach schade, während dem Einspieler gefragt habe, aus welchem Jahr diese Bilder waren. Das sah ja schon sehr, sehr alt aus. Auch von der Bildqualität her und so. So, zweite Reihe auf dem Eis, zumindest halbwegs schon mal. Crosby ist noch da, aber Alfredsson ist auch schon da. So, Alfredsson. Alfredsson. Hamonic. Alfredsson! Verdeckter Schuss, aber abgeblockt. Abgefälscht vom Verteidiger. Und damit Edmonton im Angriff. Erhoff, gar nicht mal schlecht. Alfredsson kann da nicht richtig rankommen. Und somit die nächste Torchance der Oilers. Und ich glaube, Edmonton ist auch... Alter, nimm den Puck mit. Edmonton ist auch gar kein schlechtes Team. Hamonic, was macht der da eigentlich an der Bande? Hansel macht das gut. Und Alfredsson ebenso. Alfredsson. Alfredsson mit der Übersicht. Kunitz. Beinahe sehr, sehr stark. Schöner Check von Kunitz. Jetzt der Pass auf Hansel. Abgefälscht. Schade. Sehr gute Situation da von Kunitz. Da, boah, Alter, Hamonic, bring den Typen da nicht um. Mann, ey. Nur Alter. Was ist denn los gerade? Alle wollen hier umbringen, mehr nicht.
So, okay, nächster Angriff läuft über die linke Seite. Das müsste Doan sein, wenn ich mich nicht täusche. Schön, nee, das hier ist Doan. Scheiße, der wird hier gleich schon mal weggecheckt, dafür, dass ich ihn falsch genannt habe. Na, das ist schade. Oh, schöner Check hier schon wieder. Und die Nummer 19. Jetzt. Alter, ich kenne echt die Namen nicht mehr. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Connor Murphy. Murphy mit dem Schuss. Irgendjemand ist noch am Puck. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert, ne? Man hat es echt schwer sehen können. Boom. So, Murphy. Thomas. Okay, danke, Thomas, für diesen tollen Einsatz. Das war sehr wichtig, dass du das getan hast. Murphy auf Conniger. Conniger! Und der Schuss war gar nicht mehr übel. Und ich glaube, der Torwart von Edmonton Oilers ist gar nicht mal so stark. Habe ich so das Gefühl. Schön von Yandle gemacht. Und jetzt Little auf Conniger. Conniger. Wird er eigentlich so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Schuss! Da bricht ihm der Stick. Oh Mann, ey, der Stick, weißt du? So richtig der Bran-Stick. Der Bran. Für den Bran eigentlich. Oh, schön Bjugstad. Alter! Conniger, auf dem Weg nach vorne. Ja, das war ein bisschen zu ambitioniert. Ich mache hier gerade zu viele hirnlose Sachen, ne? Muss ich mal wirklich sagen. Also, es ist schon ziemlich hirnlos, was ich hier teilweise mache. Ekman Larsson mit einem schönen Check, aber bringt halt nichts, wenn man den Puck dadurch nicht erobern kann. Thomas, doppelte Parade, sehr wichtig. Und das war's schon mit dem ersten Drittel. 0-0 steht. Eine sehr zerfahrene Begegnung. Muss man einfach mal sagen. Vogelwild hier das Ganze. Defensiv ungeordnet auf beiden Seiten. Muss man ganz ehrlich sagen. Torchancen gab's für beide Teams. Für Edmonton, so wie es hier aussieht, ein wenig mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. Thomas wieder in Weltklasseform, so wie man ihn kennt. Zumindest seit er bei uns spielt. Aber wer den Stanley Cup gewonnen hat, der wird schon was verstehen von seinem Handwerk. Da oben ist ein Loch in der Werbung. Warum? Warum ist da ein Loch? Eberle, ist das ein Deutscher? Oder klingt denn nur Deutsch? Naja, zweites Drittel beginnt in dieser Begegnung zwischen Edmonton und den Coyotes. Und Edmonton beginnt gleich mal mit einem Abseits. Damit also nichts gewonnen. Oh, ne. Der eine Arizona-Fan, weißt du. Freut sich da so ein ab. Ja, ihr Deppen, ey, Abseits. Ihr könnt gar nichts, könnt hier gar nichts. Oh Mann. Warum ist Eishockey manchmal so primitiv? Aber ich muss ja. Oh Gott. Aber ich muss ja sagen, von den Fans her finde ich Eishockey nicht so primitiv wie Fußball. Weiß nicht, woran das liegt. Weil von den. Naja, ist ja egal. Es ist von der Sportart her, ich meine, wo man sich einfach so mal prügeln kann, es ist ja. Erhoff. Ah, schade. Gunnitz, wie kann er den nicht machen? Wie kann er den nicht machen? Gut gehalten vom Keeper natürlich hier, vom Goalie. War jetzt aber auch nicht die große Kunst. Muss man mal ganz ehrlich sagen, war jetzt nicht die große Kunst. Crosby denkt sich gerade so, Alter, ey, den hätte ich ja No-Look gemacht. Denkt er sich wahrscheinlich gerade. Und drum geht er jetzt aufs Eis und kann das ja jetzt einfach mal beweisen. Ne? Das kann er ja machen. So, Bulli erstmal heftig verloren. Und damit jetzt der Angriff für Edmonton. Schöner Check von Larsson. Auf Böttger spielt er diesen Puck. Oh Mann, ey. Jetzt laufen wir uns wieder selbst um. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich erinnere mich an die guten alten Zeiten, als wir richtig schlecht waren und ständig selbst über den Haufen gerannt haben und so Sachen. Böttger, gut gelöst. Böttger. In den Slot! Das gibt's doch gar nicht! Der war jetzt stark gehalten. Auch stark geschossen von Jaromir Jagr, muss man sagen. Schön genommen. Aber sehr, sehr gut pariert vom Goalie der Oilers. Ja, gut, wurde er vielleicht auch angeschossen, oder? Ja, wurde er ziemlich angeschossen. Also nehme ich alles zurück. War doch nicht so geil geschossen und auch nicht so krass gehalten, weil. Ja, ich meine, wenn man mich anschießt, dann halte ich den auch, ne? Das ist mal ganz doof gesagt. Klar, man muss richtig stehen, aber. Erhoff, seine Schüsse kommen heute nicht durch, weil hier Edmonton sehr, sehr hart am Tor verteidigt. Wow, versucht's mit dem Bauerntrick. Der hat noch nie geklappt im Let's Play, den habe ich auch noch nicht oft probiert, weil da auch noch nie so viel Platz dafür da war wie gerade eben. Keine Ahnung, was sie sich dabei dachten. Dachten sich so, ja, die Coyotes, die sind zwar die Mannschaft, die meisten Tore geschossen hat in dieser Saison, zumindest glaube ich das.
Und ja, aber ansonsten haben die eigentlich nicht so viel drauf. Little, na gut, das war jetzt ein bisschen wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was willst du denn? Was will denn immer? Warum kommen die denn immer direkt zum Kuscheln ran? Ich verstehe das nicht. Immer dieses Gekuschel. Ja, hier, hier, komm doch her. Nö, will er nicht. Denkt sich so, pff, ja, so, weiß er, so der Rehpinscher-Faktor. Viel bellen, aber nichts machen. Naja, dann denkt sich halt like so, ja, pff, ja, dann mache ich mal meinen Schläger sauber. Damit sowas beim nächsten Mal genutzt wird. Schade. War ja eine gute Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Er war da ganz frei vom Goalie, überlegt, denkt da glaube ich nochmal nach über diese Situation in diesem Moment. Naja, nicht zu viel denken, das ist nicht gut für Eishockeyspieler, glaube ich. Eishockeyspieler dürfen nicht viel denken, die müssen einfach nur Leistung bringen. Die ganze Zeit, Thomas, schön gehalten diesen Versuch und Larsson mit einem schönen Check erobert er den Puck wieder. Jetzt, wer ist das? Ich weiß es nicht genau. Wow, Alter. Das wollte ich schon wieder gar nicht. Ich drücke schon wieder Tasten, die ich gar nicht will. Bjorkstad. Macht er gut. Macht er sehr gut. Er hält den Puck. Läuft sich gleich wieder frei. Ah. Oh, wird da böse umgecheckt. Oh, Alter. Kein Stopp. Alter, der spielt Fußball. Mann, ey, die Ereignisse überschlagen sich gerade einfach nur. Jager mit einem Check an der Bande hat man nicht mehr gesehen, glaube ich. Hamonic macht da gar nichts. Und Böttger kommt nicht rechtzeitig hin und damit steht es 1-0 für Edmonton. Taylor Hall war's. Oh ja, der Name sagt mir was. Hat er nicht auch für Kanada bei der WM gespielt und zwar ziemlich gut. Ja, und der Schuss, der war auch schon sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Genau in den Winkel gehämmert. Wenig bis gar nichts zu halten für Tim Thomas, der dennoch eine sehr gute Partie heute abgeliefert hat. Hat schon viele Chancen pariert. Und wir liegen mal wieder hinten. Fast schon ungewohnt. Alfredsson. Alfredsson, schön gemacht, Kunitz. Das gibt's doch nicht. Hansel. Nicht dahin. Mann, ey, da oben stand auch frei. Nein, 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 nein. In der Durchlass, ey. Erhoff kommt da nicht richtig hin. Das gibt's doch nicht. 2-0 Edmonton. Was war das denn jetzt? Ich hasse solche Tore, da kannst du nichts machen. Du kannst da einfach nichts machen. Das Schlimme ist, ein Verteidiger von uns stand sogar dran. Matt Hendricks macht das Tor. Wer war denn das? Erhoff? Nee, Yandel ist das. Guck mal, wie nah der da dran steht. Schiebt ihn sogar weg und trotzdem haut er den einfach rein. Also gestört hat er ihn sogar, aber trotzdem das Tor für Edmonton. Muss man jetzt auch mal sagen, krass gemacht, ganz ehrlich. 2-0, gefällt mir natürlich nicht, wie das hier läuft. Eigentlich waren wir gut in der Begegnung, eigentlich haben wir sehr stark dagegen gehalten. Jetzt steht es hier 2-0, praktisch mehr oder weniger aus dem Nichts. Man muss auch sagen, Edmonton hatte mehr Torchancen, auch schon im ersten Drittel. Jager macht das wieder gut, wird da umgeworfen. Schade. Hamonic. Alter, jetzt hör auf mit so einem Scheiß hier. Kriegst gleich einen Check in die Fresse. Nee. So, Crosby. Crosby, was für ein gefährlicher Pass. Aber leider war es das auch schon. Zweite Drittel endet. Es steht 2-0. Ich muss das Fenster einfach öffnen, es ist unglaublich heiß hier drin. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, kein gutes Drittel für uns. Muss man ganz ehrlich sagen, nicht schlecht gespielt. Chancen waren ja durchaus da, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie total die Luschenveranstaltung gehabt hätten. Ich würde sagen, wir ändern mal die Strategien. Wir machen mal ein bisschen mehr Druck. Ah, nee, gewisse Risiken klingt scheiße. Ja, das kann man mal machen. Den Rest lassen wir mal so, wie es ist. Also, finde ich jetzt echt mies, dass wir hier zurückliegen 2-0. Ist aber noch aufholbar. Wir müssen jetzt schnell eine Reaktion zeigen. Vielleicht ist die taktische Umstellung genau das Richtige.
Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein schnelles Tor und danach am besten noch eins. Wow, ist das eine tolle Analyse. Mensch, da wärt ihr ohne mich niemals draufgekommen, wenn ich nicht so ein toller Eishockey-Trainer wäre. Crosby, Mann ey, den macht er doch sonst blind. Das wäre das Tor gewesen, von dem ich gerade noch geredet habe. Jager, ja, macht hier mal die One-Man-Demolition-Crew, wie es so schön hieß, auf Kommentator. Ja, und das hier war eigentlich dann doch Icing, hätte ich mal so gesagt, Jungs. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber man kann ja auch mal Icing pfeifen. Also ist ja jetzt nicht so das Verbrechen. Jager nochmal mit so einer Situation. Und wieder hält der Goalie den. Na, eine Schlägerei hätte vielleicht ganz gut getan. Und der macht doch nicht so einen schlechten Eindruck. Fast oder was weiß ich, wie er ausgesprochen wird. Den hat er gut gefangen, muss man ganz ehrlich sagen. Habt noch nie was von ihm gehört. Aber es muss ja nichts heißen. Ich bin ja auch nicht der große Profi. Hansel. Guter Bulli. Larsson. Oh. Und das natürlich. Was? Ah, okay. Ich dachte schon. Strafe gegen Edmonton. 2 Minuten gegen Edmonton. Gegen Fasten oder so. Wegen Behinderung. Ne, wegen Ellenbogencheck. Nee, David Perrin war es. Sorry, das habe ich falsch gesehen. Überzahlspiel für Arizona. Und das ist vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen. Mal ganz ehrlich, ein Überzahlspiel zu der Zeit ist ja eigentlich perfekt. Hansel. Alter, geh da weg, bitte. Danke. Yandel, Kunitz, Like. Alter! Das war jetzt natürlich nicht gewollt. Thomas, bleib bitte drin. Wir machen das schon. Kunitz. Ja, 1 Minute haben wir jetzt leider verschenkt von diesem Powerplay. Kunitz. Hansel. Oh nein. Oh nein. Oh, ich bin so doof manchmal. Nee, ich bin einfach nicht gedankenschnell genug. Oh Mann, ey. Weißt du, das ist Icing, ne? Das ist Icing, ihr Pisser. Sorry, aber das ist natürlich wieder typisch. Ja, komm doch her. Was ist denn los mit dir? Na gut. Okay, 19 Sekunden noch Powerplay. Das war nicht sehr geil, muss man mal ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Nein. Oh, Thomas. Powerplay natürlich um. Brauchen wir ja nicht nochmal drüber zu reden, denke ich mal. Das ist ja irgendwo klar. Denn die 2 Minuten sind jetzt abgelaufen. Oh, der kommt fast durch. Ah, schade. Aber das Powerplay war natürlich eine gute Situation. Alter. Und Like. Komm, geh einfach mal über die Außen. Das klappt ja sonst auch immer so gut. Der hofft. Like, das gibt's doch einfach nicht. Riesig viel Platz dafür, Like. Besser bedient werden kann man ja kaum. Und er macht einfach nichts raus. Es kann nicht wahr sein. Edmonton befreit sich hier spielend. Erhoff nervt, das ist sehr gut. Yandel nervt auch, das ist auch sehr gut. Und Doan greift an. Holt zum Konter aus, Shane Doan. Ah, wieder zu doof gewesen zum alles. Einfach zu alles. Doan. Yandel. Mann. Oh, wie einfach manchmal die eigenen Leute im Weg stehen. Ne? Es ist so ernüchternd einfach nur. Komm, Erhoff. Der Check, der macht einfach gar nichts. Mann, ey. Ah. Ey, ist das denn dein fucking Ernst? Der Check von Erhoff. Obwohl der zärtlichste Check, den ich in diesem Spiel gesehen habe. Und darauf folgend der Pass, wo eben auch keiner verteidigt. Und der Schuss war natürlich auch wieder gut. Genau in die Ecke. Für Thomas nicht zu halten. Und damit steht es hier 3-0. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen, ne? Man kann nicht jedes Spiel gewinnen.
Aber das hier hätten wir gewinnen können. Muss man ganz ehrlich sagen. Gallagher. Biokstadt! Schade. Das ist halt auch nicht die große Kunst, mal ganz ehrlich. Biokstadt. 2 Minuten sind's noch. Egal. Oh Mann, ey. Wieder ein guter Pass. Hätte noch eine gute Schussmöglichkeit werden können, aber das war's dann wohl. Oh, Jager, schade. Moves up along the boards. Man harter Check von Harmonic. The Coyotes shift from defense to offense. Jo, das war kein gutes Spiel, muss man einfach mal so sagen. Crosby macht das gut. Wo schießt der denn hin, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Schöner Check von Murphy. Also was Checks angeht, sind wir heute auf jeden Fall gut dabei. Ja, das war abseits. Heißt, es gibt nochmal eine Schlägerei. Alter, Alter! Lass dich hier nicht so rumschubsen. Danke. Hendricks gegen Gardiner nochmal zum Abschluss. Ja. Bittere Niederlage, ganz ehrlich. Alter. Alter. Jo, Gardiner macht das gut. Scheiß Verlierer und so. Könnte man jetzt natürlich nochmal in die Halle rufen. Schade, echt. 3-0 gewinnt Edmonton dieses Spiel. Wir hatten bis zum 3-0 eigentlich immer noch die Chance, das zu drehen. Aber machst du nix. Warum alles in Gottes Namen ist jetzt die Kamera so komisch gewesen? Die Kamera ist doch anders. Juckstadt! Konega! Und den hält er auch nochmal und damit war's das. 3-0 gewinnt Edmonton in dieser Doppelepisode gegen uns. Leider Gottes. They need some help when they have the puck, Doc. They dominated in time of possession. They look discombobulated when they had the puck. So the teams have left the ice and are getting rested. Tja, damit ist also auch mal wieder Pascals Bulli-Dingens mal widerlegt. Schade drum. Wir verlieren. Deutlich. Und nicht zum ersten Mal gegen Edmonton, oder? Ich guck gerade mal. Edmonton. Ja, das erste Mal haben wir zu Hause 4-1 gewonnen. Damals mit Ohren im Tor. Dritte Folge war das. Dann in Folge, was weiß ich, gegen Edmonton zu Hause 3-6 verloren und jetzt einmal in Edmonton 0-3 verloren. Also wenn wir das nächste, was kommt denn noch, nächste Auswärtsspiel gewinnen, haben wir immer eine ausgeglichene Bilanz. Schon wieder gegen Calgary. Die haben doch keine Hobbys, oder? Der Spielplan, der ist doch... Und ich reg mich manchmal über den Spielplan der DL2 auf, weil der so komisch ist. Gegen wen spielen wir nach? Wir gucken mal ganz kurz. Also, das dann morgen am Sonntag, wenn denn alles glatt läuft. Calgary, und dann gegen Los Angeles. Und dann gegen Boston. Ich gucke gerade mal, wann spielen wir denn eigentlich mal gegen die Typis hier? Gegen die Rangers? Irgendwie gar nicht, ne? Was könnte ja auch ein Spiel sein, das mal irgendwelche Leute interessieren könnte. Ah, hier. Hier spielen wir gegen die Rangers. Dauert noch ein bisschen und dann spielen wir gleich nochmal gegen die Rangers. Wenige Tage drauf. Das Gefühl, gegen die San Jose Sharks spielen wir einfach 1000 Mal. Sonst gegen niemanden. Sag mal, spielen wir nur 2 Mal gegen die Rangers? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Gegen San Jose haben wir, glaube ich, schon 1000 Mal gespielt jetzt, ne? Was heißt denn hier at San Jose? Ach so, wahrscheinlich, das ist dann ein Auswärtsspiel, ne? Spielen wir vielleicht gegen die aus unserer Division öfter als gegen andere?
Weil so New York Rangers und so sind jetzt dann doch sehr selten dran gekommen, ne? Zweimal jetzt hier, dann binnen kürzester Zeit. Tampa Bay hatten wir auch nicht oft. Sehr komisch. Auf jeden Fall haben wir noch richtig viel zu tun. Oh, guck mal hier, gegen Edmonton. Wir spielen sogar noch zweimal gegen Edmonton. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wir haben jetzt einmal gegen Edmonton gespielt, verloren. Wir haben hier unten gegen Edmonton verloren. Das war das zweite Spiel. Und wir haben hier gegen Edmonton verloren. Das war das dritte Spiel. Was? Nee. Hier, Calgary. Das ist der grüne Tag, das ist jetzt. Das war das letzte Spiel. Einmal verloren, zweimal verloren. Genau, und hier haben wir einmal gewonnen. Das heißt, wir spielen gegen Edmonton 1. 2, 3. Ne, das zählt schon dazu. 4, 5. Fünfmal. Fünfmal. Kann mir erstmal jemand erklären, warum wir gegen eine Mannschaft fünfmal spielen? Ich meine, ich könnte es verstehen, dass wir gegen diese sechs, also gegen diese fünf hier unten, gegen unsere Division, dass wir da öfter spielen. Könnte ich irgendwo nachvollziehen. Macht irgendwo Sinn. Weil wir halt in derselben Division sind. Auf der anderen Seite macht es auch irgendwo keinen Sinn. Also es macht auf jeden Fall keinen Sinn, gegen eine Mannschaft fünfmal zu spielen. Das zweimal, yo, viermal, yo, sechsmal von mir. Nee, sechsmal macht eigentlich auch keinen Sinn, oder? Doch, macht Sinn. X heißt für Playoffs qualifiziert. Western Conference. Was heißt denn X? Y heißt Division Sieger. Oder steht es erst am Ende? Z ist der Conference Sieger. Warum ist Dallas Stars ein Trademark und alle anderen sind nur er? Winnipeg ist auch ein Trademark. Alle anderen sind nur registrierte Marke. Dieses ganze Spiel verwirrt mich. Keine Ahnung, wer für die Playoffs qualifiziert ist, weil es steht hier nicht. Es steht hier einfach nicht. Ich kann auf X drücken, aber es passiert nichts. Also es ist nicht das X und das Y gemeint. Es wird dann hier ein X und ein Y erscheinen wahrscheinlich, wenn wir die Saison durchgespielt haben. Keine Ahnung, ey. Das Spiel verwirrt mich mega. Ich habe echt keinen Plan, was hier abgeht. Wir gucken mal kurz auf die Spielerstats, wie es da aussieht. Wir haben also die Hälfte unserer Spiele gewonnen, die andere Hälfte verloren. Ist jetzt nicht so die Welt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir gucken mal auf die ganze Liga. Das würde mich mal ganz gerne interessieren. Crosby, also was die Punkte angeht, auf der 1 mit 13 Toren, 16 Vorlagen, zusammen mit Ryan Getzlaf von den Anaheim Ducks, der hat auch 29 Punkte, 12 Tore gemacht, 17 Vorlagen. Dann haben wir Zach Parise wahrscheinlich, Niklas Backström. Dann, ihr seht ja die Namen selbst, ne? Ich möchte jetzt hier nicht jeden vorlesen, weil ich mich damit wahrscheinlich nur selbst entblöße. Und das wollen wir ja nicht. Jager auch ziemlich weit vorne mit dabei. Gucken wir doch mal kurz auf unsere Stats, wenn wir schon dabei sind. Wo sind wir? Hier. Warte mal, sind wir da nicht schon vorbei? Doch. Arizona Coyotes. 19 Punkte hat Doan, auch nicht übel. Böttger hat 18. Hansel 17. Like hat 17. Little... Jandl, Erhoff, auch schon recht viele. Gallagher, Kunitz, Konecker,
Wie sieht es eigentlich mit dieser Statistik? Ups, mit dieser Statistik hier aus. Ich kann es gerne mal sehen. Oh Gott, Harmonic, ey. Crosby hat eine sehr gute Plus-Minus-Statistik. Kann ich euch jetzt erklären, dass mir jemand erklärt hat. Danke dafür nochmal, Lies. Plus-Minus-Statistik heißt, man kriegt einen Pluspunkt, wenn man auf dem Eis stand und die Mannschaft ein Tor gemacht hat. Man kriegt einen Minuspunkt, wenn die Mannschaft... oh Mann, warum haben wir den im Team? Oh, ich hasse mich manchmal. Wenn die Mannschaft gedingst hat. Wenn die Mannschaft Tor kassiert hat, kriegt man einen Minuspunkt. Wenn man auf dem Eis stand. Oh Mann, ey, Harmonic, ne? Echt nicht zu beneiden. Hat eine verdammt scheiß Statistik, aber ich finde die trotzdem nicht schlecht. Sei es drum. Wir sehen uns morgen am Sonntag zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis demnächst. Dann wahrscheinlich auch wieder eine Doggelfolge. Bis dorthin.